Wenn ihr für euch klar habt, wer ihr seid und was eure Ziele sind, können wir jetzt im dritten Modul von diesem Öffentlichkeitsarbeits-Online-Kurs die Zielgruppen anschauen. Und da muss ich leider mit diesem Spruch starten, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt: Wer alle erreichen will, erreicht niemanden. Also es ist total löblich, wenn ihr grundsätzlich sagt, wir wollen alle erreichen, jeder kann uns bei uns mitmachen, jeder soll uns unterstützen, das verstehe ich, aber das macht die Öffentlichkeitsarbeit verdammt schwierig. Wenn wir uns hingegen Zielgruppen definieren, macht es das Ganze viel leichter, weil wir dann eben sehen, wen können wir ansprechen und auf welchem Wege. Damit es einfacher ist, bringe ich euch eine Unterteilung mit in 4 verschiedene Arten von Zielgruppen. Wir gehen das jetzt gemeinsam durch und ihr könnt das dann natürlich auf euch adaptieren. Zunächst einmal haben wir die Zielgruppe Team. Das ist jetzt quasi interne Kommunikation. Also das sind Menschen, die euch schon kennen, die bei euch schon mitmachen, die vielleicht feste Teammitglieder sind oder nur ab und zu mal dabei sind. Die wissen schon, wer ihr seid und warum es euch gibt und warum ihr cool seid. Die müssen wir davon nicht überzeugen. Die Herausforderung da ist eher, die alle auf dem Laufenden zu halten oder zum Beispiel Leute, die nicht so regelmäßig dabei sind, wieder zu aktivieren und zu zeigen, hey, mach doch hier mit, wir haben hier gerade eine Aktion und könnten deine helfenden Hände gebrauchen. Dann haben wir die NutzerInnen und ich nenne es mal die Begünstigten. Das ist jetzt eine recht große Gruppe und hier könnt ihr euch fragen, wer hat alles was davon, dass ihr euch engagiert? Wer sind alles die direkten Leute oder vielleicht auch über einen Umweg die Leute, die davon profitieren, dass es euch gibt? Also vielleicht habt ihr ein bestimmtes Angebot, vielleicht habt ihr Workshops, die ihr anbietet. Wer sind die Leute, die dann in diesen Workshops sitzen und von euch lernen dürfen? Oder vielleicht habt ihr ein Angebot für Kinder, dann sind natürlich die Kinder Begünstigte, aber auch deren Eltern, weil sie zum Beispiel wissen, hey, da ist mein Kind für 2 Stunden am Samstagnachmittag in guten Händen und kann da was Tolles erleben oder lernen. Oder wenn ihr zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe seid, da sind sicher die Patientinnen und Patienten selber begünstigt, aber auch deren Angehörigen. Dann haben wir die MultiplikatorInnen und PartnerInnen. Das sind alles Personen oder Organisationen, die mit euch zusammenarbeiten, die von euch erzählen, die vielleicht ähnliche Sachen machen und mit denen ihr zusammenarbeiten könnt. Wenn ihr zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe seid, dann könnten das hier Ärztinnen und Ärzte und das Krankenhaus sein, andere Selbsthilfegruppen oder ein übergeordneter Verband von Selbsthilfegruppen aus ganz Deutschland. Wie gesagt, das können auch Einzelpersonen sein. Also vielleicht wisst ihr, in eurer Stadt gibt es eine Engagementbeauftragte namens Frau Müller. Dann gehört auch Frau Müller auf die Liste von euren MultiplikatorInnen. Und natürlich gehören auch Presse und Medien dazu. Und das können auch vielleicht die Medien sein, die man nicht direkt auf dem Schirm hat. Also klar, sowas wie eine lokale Tageszeitung aus eurer Stadt gehört auf jeden Fall auf die Liste. Aber vielleicht habt ihr auch sowas wie einen Stadtblog, den jemand betreibt oder einen regionalen Podcast, in dem man über euch sprechen könnte. Und zu guter Letzt haben wir noch die Gruppe der StakeholderInnen. Das können zum Beispiel EntscheiderInnen sein oder FörderInnen, wenn es zum Beispiel eine Stiftung gibt, die euch fördert. Oder wenn ihr Spenden einsammelt, vielleicht von Einzelpersonen, die euch unterstützen mit einer 5 Euro im Monat Baumpatenschaft oder sowas. Das sind also nicht unbedingt die Leute, mit denen man direkt zusammenarbeitet, die aber natürlich trotzdem informiert werden wollen darüber, was es bei euch Neues gibt und mit denen ihr trotzdem in Kontakt bleiben wollt. Eine besonders wichtige Zielgruppe sind die MultiplikatorInnen, denn die haben entweder die gleichen Ziele wie ihr oder die gleichen Zielgruppen. Also zum Beispiel angenommen, eure Gruppe setzt sich für Umweltschutz ein, dann wird es noch weitere Gruppen geben, die sich ebenfalls für Umweltschutz einsetzen, aber vielleicht andere Methoden haben, andere Zielgruppen, andere Vorgehensweisen. Da euch aber das gleiche Ziel verbindet, könnt ihr schauen, wie ihr gut zusammenarbeiten könnt. Auf der anderen Seite gibt es eben auch MultiplikatorInnen, die eben Zugang zu eurer Zielgruppe haben. Zum Beispiel, ihr seid ein Umweltschutzprojekt und habt als Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Dann könnt ihr jetzt überlegen, wen gibt es denn noch alles, die ebenfalls Kinder und Jugendliche als Zielgruppe haben und diese schon erreichen. Zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Jugendzentren, Sportvereine und so weiter. Und die eben jetzt mit dem Umweltschutzthema noch nicht so viel im Hut haben. Und da könnt ihr dann jeweils überlegen, wie könnt ihr eine Win-Win-Situation schaffen? Also wie könnt ihr quasi eine Symbiose schaffen, wo ihr beide davon profitiert? Zum Beispiel, ihr könnt beim Jugendzentrum einen Workshop für die Jugendlichen zu einem Umweltthema geben. Dadurch habt ihr Zugang zu neuen jungen Leuten, von denen ihr Feedback bekommt, von denen vielleicht ein paar dann auch sich euch anschließen oder zu weiteren Aktionen kommen. Und das Jugendzentrum hat eine Aktion weniger, was es selber organisieren muss und hat euch als kompetente Referentinnen und Referenten dabei. Hier noch einmal ein Überblick über diese 4 Gruppen von Zielgruppen, über die wir jetzt gesprochen haben in diesem Modul. Für jede dieser 4 Gruppen sind für euch und eure Initiative jetzt wahrscheinlich verschiedene entweder Personen oder andere Gruppen eingefallen, die in diese Kategorien passen. Manche von denen kann man jetzt direkt ansprechen, andere nur indirekt.
Vor allem, wenn ihr konkrete Personen, also entweder Einzelpersonen, zum Beispiel Frau Müller, die Engagementbeauftragte, oder Eva Mustermann vom Jugendzentrum, die könnt ihr direkt ansprechen. Da habt ihr entweder vielleicht schon den Kontakt oder ihr könnt ihn recherchieren, ihr könnt ihn rausfinden. Ihr könnt googeln, welche E-Mail-Adresse, welche Telefonnummer diese Person hat oder welche Adresse diese Organisation hat, damit ihr da einen Brief hinschicken könnt. Oder es gibt Gelegenheiten, wo man sonst mit dieser Person in Kontakt und ins Gespräch kommen kann, zum Beispiel bei einer Veranstaltung. Hier ist es also möglich, einfach direkt eine Beziehung aufzubauen und zum Beispiel zu sagen, das hier sind Leute von Vereinen, mit denen wir uns vernetzen wollen. Hier ist die lokale Presse, mit der wir uns vernetzen möchten, weil wir hoffen, dass sie über uns berichten. Und hier sind zum Beispiel lokale PolitikerInnen, mit denen wir über unser Anliegen sprechen möchten. Auf der anderen Seite haben wir die Zielgruppen, die wir nicht direkt ansprechen können, weil wir eben nicht direkt deren E-Mail-Adresse rausfinden können. Und dabei handelt es sich meistens eher um Personengruppen und nicht um konkrete Personen, sondern eher sowas wie zum Beispiel Jugendliche zwischen 14 und 18, die sich schon für Umweltsachen interessieren und die vielleicht dann Lust hätten, unsere Workshops zu besuchen. Mit viel Fleißarbeit könnte man natürlich dann von Haustür zu Haustür gehen und sagen, hey, leben hier Teenager in diesem Haushalt, die Lust haben, sich über unsere Umweltworkshops zu informieren, aber das ist unwahrscheinlich, dass man das tatsächlich machen kann. Oder beziehungsweise, wenn man zum Beispiel einfach irgendwelche E-Mail-Adressen in Verteiler nehmen würde, das ist einfach nicht erlaubt. Anstelle von diesen direkten Kontaktmöglichkeiten müssen wir hier also indirekte Wege finden, wie wir mit diesen Gruppen in Kontakt kommen. Im besten Fall werden wir entdeckt oder empfohlen, weil zum Beispiel Leute nach etwas googeln, zum Beispiel Nachhaltigkeit Workshop Hamburg und dann bei uns auf der Website landen. Oder wir werden ihnen zum Beispiel in den sozialen Netzwerken vorgeschlagen oder zum Beispiel eine Freundin, die schon bei unserem Workshop war und ihn toll fand, empfiehlt unseren Workshop weiter und so kommt dann diese Person auf uns zu. Hier sind also Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit, die dazu führen, dass wir entdeckt werden, dass wir auffindbar sind, wie zum Beispiel Website, Social Media, PR, Pressearbeit und so weiter hilfreich, damit eben die Leute auf uns stoßen. Wenn wir also die direkte Ansprache angehen wollen, dann solltet ihr damit beginnen, dass ihr euch eine Liste anlegt und überlegt, wer sind denn alles diese Personen, mit denen wir entweder einen Kontakt erst starten und aufbauen wollen oder mit denen wir schon in Kontakt sind und wo wir den Kontakt halten wollen und die Beziehung verbessern möchten. Schaut jeweils, wer genau ist Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für uns und überlegt euch eine geeignete Botschaft. Damit meine ich, was ist quasi die Kernaussage, mit der ihr auf diese Person zugehen wollt, denn für die Lokalpolitikerin ist sicher etwas anderes spannend als für den Mitarbeiter beim Jugendzentrum, der eben eher ein Multiplikator ist als eine Stakeholderin. Und überlegt dann, was ist denn der geeignete Kanal, um auf diese Person zuzugehen? Also, kann ich da anrufen? Kann ich eine E-Mail schicken? Kann ich einen Brief hinschicken? Kann ich eine Broschüre in den Briefkasten werfen? Gibt es eine Veranstaltung, wo ich diese Person treffen kann und mit ihr sprechen kann? Überlegt da jeweils, was wäre geeignet? Was ist gerade wichtig? Was wollen wir als erstes angehen? Und was können wir vielleicht erst später machen, wenn wir mehr Ressourcen haben? Für die indirekte Ansprache ist es so ähnlich. Auch da müssen wir uns natürlich eine Botschaft überlegen. Also überlegen, wie möchten wir gefunden werden? Was ist die Kernaussage? Was sind zum Beispiel Stichwörter, die jemand bei einer Suchmaschine eingeben könnte, um dann bei uns zu landen? Oder was könnte Social Media Content sein, der bei der Zielgruppe, die wir gerne erreichen möchten, gut ankommt? Damit meine ich zum Beispiel, was könnte etwas sein, was die Leute interessant finden, was die Leute unterhält, wo die Leute was lernen, was die Emotionen anspricht, was vielleicht dann sogar geteilt und weiterverbreitet wird. Da könnt ihr euch Gedanken zu machen. Vielleicht habt ihr schon eigene Kanäle, wie zum Beispiel Social-Media-Kanäle, über die das laufen kann, oder vielleicht könnt ihr damit MultiplikatorInnen arbeiten. Zum Beispiel, angenommen, es gibt eine Organisation, die mit eurer Zielgruppe arbeitet, vielleicht könnt ihr mit denen gemeinsam eine Veranstaltung machen oder vielleicht haben die einen Newsletter und könnten euren Veranstaltungstipp über ihren Newsletter senden, sodass das dann bei der Zielgruppe ankommt. Übrigens, auch die Leute, die sich bei euch schon engagieren, sind super Botschafterinnen und Botschafter. Also wenn ihr es da schafft, den Leuten klarzumachen, dass sie gerne von ihrem Engagement erzählen können oder dass sie gerne von der Teilnahme an eurer Aktion erzählen können, das ist übrigens auch ein super Weg, dass dann mehr Leute von euch erfahren. Auch Pressearbeit kann sich sehr lohnen. Also ihr könnt mal schauen, was gibt es für regionale Medien, zum Beispiel Lokalzeitungen oder Lokalradios bei euch in der Region. Ihr könnt aber auch schauen, ob es vielleicht neuere Medien gibt, wie zum Beispiel Podcasts oder Blogs oder Instagram-Accounts, wo es um eure Stadt, um eure Region, um euer Stadtviertel geht und könnt versuchen, da Pressearbeit zu machen und Beziehungen zur Presse aufzubauen.
macht guten Content für Social Media und für eure Webseite. Denn das kann sich wirklich auszahlen, um gefunden zu werden, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, als sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Da könnt ihr ja mal gucken, habt ihr vielleicht schon andere Materialien, wie zum Beispiel einen Flyer, den ihr mal geschrieben habt, eine Broschüre, die ihr entwickelt habt, ein Workshop-Konzept, was ihr entwickelt habt, was ihr benutzen könnt, um daraus Content zu machen, um eben einfach auffindbar zu werden, sodass Leute zu euch finden und ja, hoffentlich euch unterstützen. Die Stichworte Botschaft und Kanal hast du jetzt eben schon von mir gehört. Ich möchte dir dafür noch eine Eselsbrücke mitgeben. Du kennst bestimmt diese 3D-Brillen, die man zum Beispiel im Kino bekommt, wo diese beiden Gläser jeweils eine andere Farbe haben, um diesen 3D-Effekt dann zu machen. Und mit dieser Eselsbrücke kannst du dich auch daran erinnern, dass du, wenn du an Zielgruppen herantrittst, dir immer Gedanken machen solltest zur Botschaft und zum Kanal. Mit Botschaft ist gemeint, was ist gerade das, was inhaltlich relevant ist für diese Zielgruppe? Je nachdem, was ihr auch von dieser Zielgruppe möchtet, werden das unterschiedliche Dinge sein. Und auf der anderen Seite der Kanal ist die Art und Weise, über welchen Kanal ich dann an diese Zielgruppe rantreten kann. Und auch da gibt es pro Zielgruppe immer Kanäle, die besser geeignet sind und Kanäle, die nicht so gut geeignet sind. Dementsprechend, wie wir vorhin schon gesagt haben, wer alle erreichen will, erreicht niemanden. Überlegt euch also genau, wer sind verschiedene Zielgruppen, welche sind gerade wichtig für euch, für eure Ziele, die ihr in eurer Öffentlichkeitsarbeit erreichen wollt, und überlegt euch dann, wie könnt ihr mit Botschaft und Kanal an diese Zielgruppe herantreten.